Ist man, wenn man einmal gerettet ist, für immer gerettet? Und kann ich nach meiner Bekehrung tun und lassen, was ich will? Diese Frage ist so wichtig, dass sie dich das ewige Leben kosten kann. Und diese Frage spaltet die Christenheit seit über 1000 Jahren. Millionen von Christen werden aufgrund dieses Problems verloren gehen. Darum ist es wichtig, dass sich hier keine Irrtümer einschleichen. Viele Menschen haben Jesus erfahren, sind umgekehrt und lebten nach seinem Willen. Später sind sie wieder abgedriftet und glauben fälschlicherweise, dass sie immer noch gerettet sind. Dies ist ein sehr gefährlicher Irrtum. Schauen wir uns einmal an, was die Heilige Schrift dazu sagt. In Römer 11, Vers 22 heißt es: So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Sofern du in der Güte bleibst, heißt es hier. Schauen wir mal weiter. 1. Korinther 9, 26 und 27. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Paulus selbst sagte hier, ich muss meinen Leib bezwingen und ihn beherrschen, damit ich nicht verwerflich werde, also nicht verworfen werde. Auch Paulus konnte abfallen. 1. Korinther 15, 1-2. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet. Wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Auch hier wird untermauert, wir müssen uns an dem Wort festhalten, uns regelrecht daran klammern. Philipper 2, Vers 12 und 13. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Die Bibel sagt uns, dass wir uns an unsere Rettung klammern sollen. Es gibt viele Beispiele in der Bibel von Menschen, die bereits gerettet waren und am Ende trotzdem verloren gegangen sind. Ein Beispiel war Bileam der Prophet, ein Prophet Gottes, welcher mit dem Geist Gottes erfüllt war. Doch dann begann er Geld dafür zu nehmen und am Ende ging er verloren. Ein anderes Beispiel ist der König Saul. Er war auserwählt von Gott, erfüllt mit Gottes Geist, genau wie David. Doch dann rebellierte Saul gegen Gott und Gott sprach nicht mehr mit ihm. Am Ende ging er zu einer Hexe und begann Selbstmord. Er ging verloren. Auch Judas war zu einem Zeitpunkt gerettet. Er war einer von den 12. Jesus schickte ihn mit heraus. Sie trieben Dämonen aus, sie wirkten Wunder in seinem Namen. Doch dann hatte Jesus verraten und am Ende nahm sich Judas auch das Leben. Auch er ging verloren. Also wie man sieht, ist es sehr wohl möglich, auch wenn man einmal gerettet ist, wieder verloren zu gehen. Schauen wir uns noch einige Verse an. Hebräer 10, 26-29. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichtes und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Darum sagte Paulus im Hebräer 6, Vers 4-6, denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. 2. Petrus 2, Vers 20. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. 2. Petrus 3, Vers 17. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch,
dass ihr nicht durch die Verführungen der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Liebe Geschwister, wir müssen wirklich darauf Acht geben, dass wir nicht mit fortgerissen werden. Kann eine gerettete Person verloren gehen? Ja, natürlich kann sie das, wenn sie sich nicht an Jesus Christus klammern. Jesus sagte dazu in Johannes 15, Vers 1 und 2: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Also es gibt Menschen, die Jesus erfahren haben, sie waren gerettet, aber sie brachten keine Frucht des Geistes, keine Frucht des Evangeliums. Sie werden also weggenommen werden und im Feuer verbrannt werden. Johannes 15, Vers 6. Hier sind noch einige Verse. Römer 11, 19 bis 22. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. Johannes 10, 27 bis 28. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus sagt hier, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus seiner Hand reißen. Jesus wird uns niemals im Stich lassen, jedoch haben wir immer den freien Willen, uns von ihm abzuwenden. Und Gott zwingt niemanden, ihn zu lieben. Zwang zum Gehorsam ist Satan und nicht die Liebe unseres wunderbaren Gottes. Philipper 3, Vers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Paulus sagt hier, Jesus hat ihn ergriffen, aber auch Paulus selbst jagt danach, dass er ihn ergreift. Man kann es so erklären wie mit einem Seil. Jesus sagt eindeutig, ich lasse an meinem Ende niemals los, aber wir müssen selbst auch an unserem Teil des Seils festhalten. Denn wir haben immer den freien Willen zu entscheiden. Der Herr möchte, dass wir gerettet werden, jedoch zwingt er uns das nicht auf. Liebe kann nur auf Freiheit gedeihen und kann nicht erzwungen werden. Jesus sagt, er liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und wer meine Gebote nicht hält, ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Lukas 22, Vers 31 und 32. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Warum hat Jesus für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört? Im Umkehrschluss bedeutet das, sein Glaube hätte aufhören können. Petrus hätte abfallen können, genau wie Judas, aber Jesus sagte hier Petrus: Ich betete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Der Satan hat euch begehrt, aber ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und dem Herrn sein Dank, Petrus kehrte wieder um, nachdem er den Herrn verleugnet hatte. Hier haben wir noch ein Vers für die Leute, welche behaupten, ich bin schon 1950 gerettet worden und bin immer noch gerettet. Doch Paulus ist hier sehr deutlich, im 1. Korinther 6, 9 bis 11. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Hört euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in den Namen des Herrn Jesus. Wir sind umgekehrt, wir bereuen unsere Sünden. Die Bibel sagt, wir müssen Buße tun und umkehren, wir brauchen eine Neugeburt. Aber alles das können wir nur durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus tun, denn von uns aus können wir gar nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Im 1. Timotheus 4, Vers 1 heißt es: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Hier heißt es vom Glauben abfallen, also sie hatten den Glauben und waren gerettet, sind jedoch wieder abgefallen und nun verloren. Das bedeutet nicht, dass wir in dauerhafter Angst leben müssen, im Gegenteil, wenn wir unsere Augen auf Jesus Christus gerichtet halten, dann vollbringt er den Heiligungsprozess in unserem Leben. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen.
Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Einen wichtigen Vers noch in Hesekiel 18, Vers 24. Wenn dagegen der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut und nach allen Gräueln handelt, die der Gottlose verübt hat, sollte er leben? Nein, sondern es soll an alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, nicht gedacht werden, wegen seiner Treulosigkeit, die er begangen hat. Und wegen seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Wer also abkehrt, soll sterben, beziehungsweise verloren gehen. Die Bibel sagt, dass wir gemäß unseren Werken gerichtet werden. Damit ist nicht die Werksgerechtigkeit gemeint. Denn wir sind einzig und allein durch die Gnade gerettet. Aber wer gerettet ist, wird andere Werke zutage bringen. Jesus sagt ja nicht umsonst, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn wir nicht die Frucht des Geistes bringen und nicht mit dem Herrn gehen, dann sind wir nicht in ihm und er nicht in uns. Zu sagen, ich bin immer noch gerettet wegen meiner Bekehrung vor vielen Jahren, obwohl ich jedoch nicht das christliche Leben praktiziere, ist ein sehr großer und weit verbreiteter Irrtum. Lernt Jesus Christus und sein Wort näher kennen. Im ersten Link unter der Videobeschreibung findet ihr einen tollen Bibelstudiumführer. So könnt ihr jederzeit und überall kostenlos die Bibel online studieren. Ich wünsche euch Gottes Segen und alles Gute.